Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschland und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Mythic Plus und Arena Kisten Opening präsentieren. Ich war nämlich letzte Woche wieder fleißig, habe sowohl eine Mythic Plus Instanz gespielt, hier wir waren im Kronsteig anwesend, 16 habe ich gemacht. Und dann war ich sogar auch noch am PvP spielen, ein bisschen Arena gemacht. Und da müssten wir auch eine 460er kriegen. Ich habe genau, glaube ich, ein Game gemacht, das schnell gewonnen. Eigentlich müsste ich mal auf über 1800 spielen, aber gut, 360er reicht auch, solange es auf jeden Fall Corruption rollen könnten. Ich würde sagen, wir schauen rein und schauen vorher. Ich habe auf Wächter stehen, müsste ich eigentlich gleich bleiben. Trinket will ich jetzt eh kein bestimmtes haben aus dem Plus, von dem her. Okay. Bitte, bitte lass es was Gutes sein. Was ist das für eine Scheiße wieder, oder? Eure Fähigkeit, eine Chance. Ach, das ist halt das Beschissenste, was wieder rauskommen kann. Wieder Abklingzeiten. Ich glaube, von den Dingern habe ich schon x Dinger auf der Bank flacken, ne? Warum kriege ich denn immer diesen gleichen Mist? Okay, also das war schon mal eine Nullnummer. Was haben wir für den Key gekriegt? Zitrales, okay, das können wir vielleicht sogar machen. Und wir können nachher auch noch einen Dings holen. Hier einen Titanenresidium-Item. Warte mal, ich gucke jetzt bloß schon mal auf der Bank. Ich glaube, fast die gleichen habe ich schon irgendwo auf der Bank flacken, ne? Ich glaube, es waren auch Handgelenke. Jetzt schauen wir bloß mal rein. Ihr seht, ich habe ein bisschen viel Zeug auf der Bank liegen. Was haben wir denn? Nee. Sind das die, die ich jetzt im Ding habe? Also ich glaube, ich habe schon mal 475er. Hier sind 475er. Ah, das war Crit aus jeglichen Quellen. Was ich da gekriegt habe, dann waren es, glaube ich, die Hände, ne? Da habe ich, glaube ich, naja, gut, das ist jetzt ein bisschen voll. Schauen wir mal, ich glaube, die Hände waren das. Da habe ich auch einen 475er. Ne, einen 470er war das. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich krieg leider immer nicht das, was ich haben will. Aber wir haben ja jetzt noch die PvP-Kiste. Vielleicht kommt da ja irgendwas Cooles raus. Also so ein Echoing Void Rang 3 oder ein Zwielichtsverwüstung Rang 3 wäre ganz schön. Oder eventuell, ja, ich würde auch ein Stars-Ding nehmen. Gucken wir mal. Es ist zwar dann nur 360, ne, aber wenn es einen guten Corruption-Effekt drauf hat, ist es natürlich trotzdem besser. Oh nein, jetzt kriege ich hier einen blöden Kopf raus. Ah, okay, das waren jetzt zweimal quasi eine Vollniete. Den kann ich trotzdem mal behalten. Manchmal kann man die für PvP ganz gut brauchen, weil die halt so spezielle PvP Trades drauf haben. Wenn ich mir jetzt den so angucke, weiß ich nicht. Vielleicht für Katze, muss ich mal schauen. So, wir werden uns jetzt aber noch ein anderes Item kaufen, und zwar für Titanresidium. Und ich habe mir vorhin schon mal ein paar Sachen angeguckt. Ich kaufe mir jetzt hier einfach einen Random-Kopf und hoffe, dass ich mal einen fürs Aeen bekomme. Weil ich habe hier quasi einen, der hat keine AE-Trades drauf und so ein AE-Kopf wäre ganz nice. Und ja, zweimal Niete gezogen, jetzt muss aber einmal hier. Warte mal, das ist glaube ich kein guter. Oder? Was hat der drauf? Na? Na? Ah, sehr schön. Das ist der mit der E. Gekrümmte Klaue hat er drauf, das ist schon mal ganz gut. Das ist eigentlich auch nicht schlecht mit Aufspießen. Die Woge ist aber halt auch relativ stark. Ich glaube, dann nehme ich lieber das. Da muss ich mir aber durchsimmen. Der Kopf ist tatsächlich ganz gut, vor allem fürs Aeen, weil dementsprechend geklümmte Klaue drauf ist. Dann kann man natürlich einen Haufen Aggis decken. Ist eine nette Sache. So, der ist jetzt. Also es gibt, glaube ich, noch einen besseren als den, ne? Aber der ist auf jeden Fall schon ganz okay. Dann kann ich den für Aeen nehmen, den anderen für Single Target, beziehungsweise dann vielleicht, wenn ich jetzt in der Arena noch was anderes spielen sollte, wie Katze oder Heiler, dann kann ich ein bisschen durchswitchen. Gut, das war's mit dem kleinen Opening. War jetzt zum Ende noch ganz okay. Leider haben wir natürlich keinen guten Corruption-Effekt rausgezogen, was ein bisschen schade ist. Aber wir haben hier die Woche tatsächlich auch noch die Visions, wo wir jetzt zu 100% Corruption-Gear rauskriegen. Und ja, da werde ich mir jetzt als nächstes hinbegeben und dann auch vielleicht ein bisschen was aufmachen. Ich bin am Überlegen, ob ich da vielleicht auch die Kisten-Openings zusammenschneide. Muss ich mal schauen. Dann war es das für das kleine Opening auf jeden Fall mal. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.